Ich habe einfach zu viel Asche. Moin! Grund zu besorgen. Tag, moin! Oh, Kalle. Oh, moin! Chef! Du kannst, wenn du willst, mal unser neues Anwesen begutachten. Wir haben jetzt auch sogar Platz für dich. Oh, Erwin, hast du ihm denn eine entsprechende Entlohnung gegeben? Und dann geben wir ihm 100 Flocken. Aha. Alter, unnormal. Ich werde es einfach von deinem Lohn abziehen. Ich habe noch nicht mal Lohn bekommen, du Affe. Ich wollte ihn dir gerade geben. Es wären 100 Taler gewesen. Du schuldest mir 100 Taler, Erwin. Vater, habt ihr 100 Taler für mich? Einen Moment, ich werde sie holen. Ich habe das nicht so richtig verstanden, aber ich glaube, er hatte noch keine Frau, soweit ich weiß. Oder wenn dann zu fernen Tagen. Und den hat er am Fluss gefunden oder was? Irgendeine Frau hat den noch mal, also ich meine ja nur. Nein, meine Mutter war eine Hafennutte. Gelaufen, hört ihr? Ja. Bom, 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 bom. Boah, fast gekotzt. Ja, das ist das Haus, ich wohne hier oben und ich habe die ganze Scheiße in meine Kiste gepackt. Okay, das meinte ich zwar nicht, aber das erklärt natürlich auch einiges. Müller, das ist absolut widerlich, was hier vonstatten geht. Ekelhaft. Ihr habt mir ein bisschen in den Mund gekotzt, da ist wirklich Scheiße drin gewesen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er auch in das ganze Brot kehrt. Seht zu und erfahret, was geschehe mit jenen, die einen Angriff aufs Königshaus und vor allem auf die zukünftige Königin. Er hat die Königin angegriffen. Er warf einen Speere. Brenn! Mit dem Kopf. Ich muss sagen, heute ist der erste Tag in dieser Stadt, wo ich einfach von Grund auf unzufrieden mit allem bin. Wieso, was? Naja, es ist halt, auf einmal muss ich arbeiten. Aber am Ende des Tages bist du nun mal einer von uns. Und wenn uns ein Mann wegfällt, dann brauchen wir jemanden. Warum ist er mit ihm? Warum ist er auf einmal weg? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Er hat gestern nach dieser ganzen Verhandlung noch diese Lady angegriffen. Mit einem Pfeil und Bogen. Ich gehe davon aus, dass er jetzt untergetaucht ist. Ein Ei und ab dafür. Den hast du deinen 1000 Bruder. Ist das ein Mafrodaphne? Nee. Das ist aber edelsüß, er gibt morgen Kopfschmerzen. Ja, musst du immer ein bisschen Elotrans hinterher schmeißen. Pass auf, Kalle. Ein Tipp fürs Leben, den du niemals vergessen darfst. Mit dem Arsch zur Wand schlafen bringt nichts, wenn du mit offenem Mund schläfst. Danke für den Tipp. Vergiss das nicht. Ja, ich grüße Sie. Ich habe Ihnen ja, wir haben eben gerade das Schwert bei Ihnen gekauft. Ich habe eben gerade das Schwert bei uns gekauft. Ja. Wo ist denn jetzt Kalle? Aber hast du was im Gesicht oder was? Vielleicht schmeißt er dein Geschirr für den Entschuldigung, Fall. Ich muss mir kurz in den Helm lachen. Kompetenteste Schlafwache, die ich mir dann jemals ausmachen würde. Anschubsen! Nee. Mich anschubsen. Ich kann das noch nicht so gut. Ich hab da langsam echt keinen Bock mehr drauf. Und ich sag dir, wie es ist, ich hab da wirklich keinen Bock mehr drauf. Aber das ist doch nur ein kleiner mit der Fackel. Ich schwöre dir. Entschuldigung. Oh, ich wollte eigentlich nur so. Oh, Entschuldigung. Ich schwöre bei der Raute. Das war übelst das Versehen. Ich bin übelst ausgerutscht mit meinem Schwert. Bin ich noch im Team? Ja, wir hören dich noch, Kalle. Hört ihr mich noch? So, ich mache ihn mal wieder auf. Können Sie laufen oder brauchen Sie Hilfe? Ja, das geht schon. Es dauert nur alles ein wenig. Ach, das Alter. So ist's eben. Also auch mit der Treppe nicht stolpern? Ich fürchte, ich komme gar nicht raus. Finden Sie meinen Arsch. Ich meine, sehr gut trainiert. Danke. Ja. Und gelbe Zähne, sie roch nach Bazar. Und nach jeder. Ich hasse hier in der Bar. Bin Leverkusen. Und mir war sofort klar. Ich bin die Mega der Mose! 744! Und gewann Sieg! Komm, Sieg, komm, Sieg! Schalala, hässliche Frau! Also. Hässliche Frau!
das Leben als Stadtwache ist kein leichtes. Man kann auch nur saufen, verstehst du, wie ich meine? Da ist er ja wieder. Ah, oh, endlich. Boah. Dein Lied hat geholfen. Ich hab's ja übelst umgehauen, mein Freund. Ich hab leichte Vorhautverkrümmung gekriegt. Was ist das? Was weißt du? Le Floyd, was? Ich glaube, er dachte über die Vorhautverkrümmung. Ich hab keine Ahnung, was du redest. Du laberst nur Scheiße. Wird, wie sag ich, sein Name? Chaosius. Macht nichts, bis gleich. Feuerschlund, merkt ihr das mal, Kalle? Merkt ihr das? Wie heißt du? Macht nichts. Alter, meinst du, ich darf noch reiten? Push mich mal an. Wir sind Standwache, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich bin ich ehrlich. Du bist alles. Alles bist du. Du kannst sein, was du willst. Wir leben im Mittelalter. Jo, moin. Euer Majestät, entschuldigen Sie mal kurz. Gott zum Gruße. Moin, Königin und so. Eure Rothaarigkeit. Ich grüße Sie. Gott zum Gruße. Eure Rothaarigkeit. Seht mir das Kleid. Was sagt ihr, wie sehe ich aus? Sie sehen... Oh, du siehst richtig geil aus. Da könntest du bitte die Taverne mit dem vergifteten Fuße wieder aufmachen, weil wir wollen unbedingt da richtig heftig saufen. Von mir aus, dann soll der Feuerslund wieder auf sein. Boah, du bist echt geil. Ja, wenn wir unter uns sind, ich finde die auch ganz geil. Und da habe ich mich eben nicht beherrschen oder? Können. Ja. Stell dir vor, die ist ja... Man sagt ja immer, rote Haare ist ja Hexe, ne? Ja, aber das sind die Besten. Boah, was meinst du, wie die abgeht, Alter? Gut, also ich hol mal eben meinen Penis raus. Warte mal. Aber nicht die Barre anpissen. Hallo, tschüss Kamera. Doch, nein, wäre Doppeldoch gewesen. Ah, Doppeldoch, das klingt nach mir. Ich bin hier so kaputt. Und wenn ich dann doch traurig bin, dann trinke ich doch einen Korn. Noch einen Korn. Und wenn ich dann... Wenn du dann noch traurig bist, fängst du an von vorne. Ja, genau, du kennst es Gesicht, das ist ja auch nochmal geil. Ah, das ist ja großartig. Darf ich auch das wäre wirklich fantastisch. Also, wenn du aufhörst... Ja. Dann höre ich auch auf. Wie sind jetzt? Also ganz ehrlich, ich hab mal so über das ganze Konzept Arbeit nachgedacht. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, wie viel hast du? 100 was? 180? Münzen. Das ist ja lächerlich. Ich hab 1000 oder so. Ja, weil du hier... Du bist im Lord auch hart in den Arsch gekrochen, muss man mal wirklich so sagen. So. Ja, voll tief rein in den Puppenherzen, weißt du? Ich hab ein bisschen Respekt vor dem Geschmack. Wie will er? Kommst du klar? Ich weiß nicht. Ich hab ein bisschen. Meinst du? Sollte man das machen? Oh, wow. Also kannst du, guck mal, ich bin ein gemachter Mann. Ich hab immer was zu saufen. Ich hab unnormal viel Geld. Meinst du, Erwin würde mir auch sowas geben, wenn ich dir mal ordentlich schön die Keule putze? Gib mir mal einen Moment, bitte. Also der Erwin ist noch minderjährig, das wollte ich nur mal sagen, das ist der Sohn. Edwin, das ist Edwin. Edwin meine ich doch, um Gottes Willen, natürlich nicht dem anderen. Der Sohn, das ist doch, der Sohn wurde doch von der Hafennutte gezeugt. Ja, wenn du willst, also wir können mal zu dem gehen, vielleicht kannst du auch mal lutschen. Die Rolle ist leer, ich muss mal eine neue nehmen. Hast du da einen? Ja, klar. Also, da sind 3 Xe drauf, das macht mich sexy. Boah, direkt blöd. Und du hast direkt abgekotzt. Ich find nie wieder nach Hause. Junge. Ich will nichts sagen, aber ich mach mal lieber meinen Helm aus. Nicht, dass es. Alter, mal auf zu kotzen jetzt. Ich seh nichts, Alter. Kannst du mich noch hören? Ich kann dich hören, ja. Boah, hoffentlich kommt jetzt nicht noch. Hoffentlich kommt nicht noch jetzt irgendwie. Wetter? Hey, stehen geblieben, wir sind die Stadtwache. Jo, immer. Merkst du überhaupt noch was hier? Angriff meines. Ja, dann sehen wir uns morgen. Alter, ich seh nix. Ja, ich weiß. Bis morgen, mein Freund. Sehen wir uns morgen? Wir sehen uns morgen. So viel Knete. Ich würde das am liebsten heute alles auf den Kopf hauen, ne? Oh. Oh, ich muss da schnell hin. Was? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Der war scharf. So schlimm. Scharf, ganz scharf. Ja, der ist scharf. Der ist sehr scharf. Hast du einen Mexikaner gekriegt?
Nee, sowas anderes hier. Wie hieß das, was hier? Jarak oder so? Ja, ja, ja. Willst du auch mal einem Jarak lutschen? Ich gebe aus. Also. Ja, ja. Er hat gerade ein Pferd geklaut. Ist das unser Pferd? Nee, ist nicht unser Pferd. Hat immer Glück gehabt. Frauen kommen, Frauen gehen. Danke auch. Aber so eine Männerfreundschaft ist für Guten die. Guten Morgen. Ja, aber sicher. Ist das jetzt im Scheißhaus oder im Rathaus? Wobei ist eigentlich das gleiche, oder? Warte, warte, lass uns mal zu. Nein, keine Mauer, natürlich nicht. Hörst du noch was? Nö, ich glaube, die haben angefangen zu leise zu reden. Oh nee. Ihr könnt euch auch einfach näher an das Fenster heranstellen. Jetzt hören wir wieder was. Kalle. Scheiße, wir sind aufgeflogen. Ja, schnell weg, bevor die noch die Stadtwache rufen. Ich brauche jemanden von der Wache. Da ist gerade ein Mann, der pisst in die Taverne. Ey, du Schwein! Oh, Astibald. Jetzt hast du gerade in die Taverne gepisst. Alter, das ist unschädlich. Astibald, und das schimpft sich Adel. Wer ist hier der Peter? Das habe ich nicht getan. Wer ist hier der Auge um Auge, hat er gesagt. Seine Hose ausgezogen und in die Ecke gestellt. Immer mit der Ruhe. Jetzt war still hier. Jetzt rede über ich. Ich bin die ganze Woche schon hier. Hab die ganze Zeit meine Stadtwachen-Option. Und du bist die ganze Zeit nur im Rumpimmel. Herr Greifenberg, du machst sofort die Taverne zu. Und du hältst meine Schnute. Du hast mich vorhin angepisst. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich stink nach Pisse. Nach deiner Pisse. Und jetzt hast du hier in die scheiß Taverne gepisst. Und jetzt hältst du meine Schnute. Es geht ja wohl nicht mehr. Oh, ja, ja. Das hat ganz gut getan, mal. Bin ich ehrlich. Ich wollte noch Danke sagen, dass ihr euch darum gekümmert habt. Ja, ist ja gut. Wir müssen jetzt wirklich mal unsere Arbeit machen. Ich krieg das Kotzen hier. Ihr seid immer nur am Labern. Ich will jetzt einfach mal meine Arbeit machen, die jetzt weitergeht. Und ihr seht immer, pisst ihr euch mal alle mal. Gut, also Sie haben ja Ihre Lehre gelernt. Bitte pissen Sie nicht nochmal in die Taverne, weil es ist echt anstrengend, wenn man das wegmachen muss. Er hat sich in Brösel aufgelöst. So verstanden. Und ich respektiere natürlich die Autorität der Stadtwache und deren Bitten, etc. etc. So, jetzt hörst du mir mal zu, du kleiner Angelspitze. Jetzt ist vorbei. Jetzt weiß man mit dir. So, ihr müsst mal ganz kurz alle ruhig sein. Ich muss mal kurz Luft holen. Ja. Bei der ganzen Woche renne ich hier auf und ab. Wir reißen uns hier für die ganze Stadt in den Arsch auf. Verstehst du das? Und jetzt kommst du hier vorbei. Willst mir sagen, dass ich dieser Altruller, den den ganzen Leuten hier die Fälle über die Ohren ziehen will, ihren Scheiß nicht gebacken kriege und dass wir das nicht richtig bestrafen oder was? Also wenn du mir jetzt noch eine Sache sagen willst, dass ich meinen Job nicht richtig mache, dann kannst du gerne gleich durch diese Tür da hinten runtergebracht werden und dann kriegst du richtig fetten Arschbohrer, da wird ein Arzt zu Bacon verarbeitet. Was ist denn das? Also jetzt reißt du nicht mal zusammen. Wir haben uns drum gekümmert. Ich habe mit der alten Kartoffelschachtel geredet und ich habe mit der Schneiderin geredet. Und du gehst dir jetzt ein Hecht ein und sonst krieg ich hier deine Krise. Kannst du die Kacke teilen wie Moses oder was? Das ist ja der Hammer. Komm, Kalle, wir gehen. Alles wird gut. Der Kacke-Moses. Wir müssen wirklich Kacke-Moses, komm. Alter, Ulrich. Was ist mit dir eigentlich die ganze Zeit? Mach mal gerade, Alter, du Lappen. Ich hab nichts zu essen. Ja, warum hast du dir nichts zu essen geholt? Hier, scheiße. Das ist er doch. So. Warum? Deswegen? Also, wir müssen dir aufs Maul hauen, wurde uns gesagt. Jetzt mittlerweile 20 Minuten Ausbruch hinter uns. Ich habe meine Strafe abgebüßt. Mit dem nicht ein Vollidioten. Ich wurde Heilerin. Ich schmeiß jetzt mit dem Schwert. Ich schmeiß mit dem Schwert nach ihm. Hey, du gibst mir sofort mein Schwert zurück. Haltet ihn! Haltet ihn, Wachen! Haltet ihn, ein Dieb! Haltet ihn! Haltet ihn! Aufhalten! Aufhalten! Ich will mein Schwert zurück, sonst geht es. So. Jetzt bleibst du. Also, du bist ein ganz schön. Hinterher! Haltet ihn! Hinterher! Oh, ich krieg den! Oh, oh. Du hast einen Kaki gemacht. Oh.
Ich konnte es nicht mehr halten. Ich konnte es nicht mehr halten. Ich musste sofort aus dem Nichts, musste ich einfach scheißen. Hast du nicht eine vollgeschissene Bude gehabt, als du nach Hause gekommen bist? Ich war noch gar nicht zu Hause. Alles gut, das ganze Sofa, alles war voller Kacke. Was? Wart ihr das? Geht es nicht mehr? Dämlichen, kleinen, räudigen Hunde! Ich hatte nach dieser Trauung sofort in meinem Wind. Auf dich? Gar nichts machst du, wir verprügeln dich. Du hast nicht geduldet. Nein, will ich nicht! Wie hast du das denn gekriegt? Kalle, bist du doof? Du hast in die Kirche geschissen. Was war so ein... Du hast in die Kirche geschissen, Kalle. Bist du doof? Alter, wenn das der Gott sieht, weißt du, was er mit dir macht? Der zündet dich an oder so. Ich weiß, sie sind untröstlich, aber ich weiß jemanden, der sie unbedingt trösten möchte. Ein piekfeiner Kerl. Mein bester Freund. Ja? Mein bester Freund. Ja? Der ist so lange schon hinter ihnen her. Der ist wirklich der beste Mann der Welt. Der hat was im Kopf, der hat was in der Tasche und der hat was in der Hose, falls Sie verstehen. Und wenn der... Ja, ich höre. Ja, warte mal. Wir haben Frotte mal. In der Hose hattet ihr mich schon. Da ist er auch schon. Hugelinus. Das ist mein bester Freund. Was ist denn hier los? Und diese Frau ist gerade Single geworden. Und ja, das ist er. Kugelinus Winternesnacht. Ich grüße Sie. Ihr macht das schon? Ich muss mal kurz zu meinem Chef. Mach dir die mal klar jetzt. So. Kalle, die war nix. Fickst du die jetzt oder nicht? Nein. Natürlich nicht. Das ist die Alte vom Greifenberg. So, wollen wir jetzt in die Taverne oder was? Nun, die Beiträge, die... Ich weiß nicht, was du machst. Welche Frage habe ich nicht beantwortet? Also, ich nehme noch ein Sprichwort. Wollen Sie das hören? Saufen, bis die Kotze... Oh, ich hab schon wieder gesagt! Sie sind die Kotze... Haben Sie nichts mehr? Hier, ich hab noch einen. Hier. Oh, jetzt haben Sie die Kotze... Wer hat denn jetzt gekotzt? Sie oder ich? Ich bin sehr froh, dass Sie mich angestellt haben. Okay. Kommt immer von jetzt sitzen Sie in Ihrer Hände. Ich bin froh, dass ich bei Ihnen bin. Ja, ihr bleibt auf jeden Fall bei mir. Ich hab mir den Schlüssel abgenommen. Irgendwie. Hilft doch die arme Frau. Sie sind der Freund und Helfer. Jetzt helft doch mal der Frau. Ja, Frau ich auch. Helfe ihr doch schon, aber die liegt in ihr eigene Kotze. Nein, die sind von mir. Hilfe. Das war's. Was hat der denn? Ich hab gerade voll die Dröhnung bekommen. Oh, entschuldige. Kalle, du bist mir in den letzten Tagen sehr ans Herz gewachsen. Du bist ein richtiger Kumpel geworden, das wollte ich dir nur mal sagen. Ich kann dich richtig gut reiten, Alter. Kannst du mich gut reiten? Ich kann dich gut reiten. Ja, ich finde, du bist auch ein dufter Typ. Ist das jetzt hier Fortnite oder was? Ich schütte dir hier mein Herz aus und du machst es lustig. Ja, du hast recht. Nee, ich muss auch... Sag mal, hab ich was im Kopf stecken? Ich hab ihm da mal was gegeben, ne? Stille. Oh, das hat aber echt Spaß gemacht. Ist schon mal schade, wenn das dann so vorbeigeht, wenn es auf einmal dann zu Ende ist, dann ist das immer so ein bisschen schade. Aber ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder einen normalen Tagesrhythmus habe. Wenn so eine Serie, ihr kennt das vielleicht, das Gefühl, ich habe gerade so dieses Gefühl, jetzt so diese Instant-Leere. Man hat sich auch mit so ein paar Leuten jetzt irgendwie angefreundet und klar, gibt bei sowas natürlich auch immer so Situationen, wo man das nicht so feiert, aber es gehört, glaube ich, dazu, man kann nicht immer hundertprozentig alle glücklich stellen und alles Mögliche, aber das war auf jeden Fall cool. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.